Meine Lieben, ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Energien werden heute wichtig. Ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen nicht mit euch in Resonanz gehen. Bitte bedenkt auch immer, Zeit ist fließend und das Video könnte wichtige Informationen für dich enthalten, je nachdem, wann du es findest. Ich lasse die Karten wie immer springen und dann schauen wir mal, was ich heute zeigen möchte. Welche Energien werden heute wichtig? Welche Energien werden heute wichtig? So, da haben wir hier schon mal den Wagen. Die ist aber weit geflogen. Hier haben wir den Ritter der Kelche. So, hier sind vier rausgesprungen, die nehmen wir, der Mond, die Temperance, die Mäßigkeit, hier haben wir die Zehn der Stäbe, hier haben wir die Königin der Münzen und an der Unterseite verstecken sich die Sechs der Münzen. Okay, ihr Lieben, also, es geht heute hier um wieder irgendwelche Versöhnungsangebote entgegenkommen etc. Das haben wir jetzt gerade ganz, ganz häufig, aber gut, die Venus ist ja immer noch rückläufig im Löwen. Ich habe den Eindruck, hier ist eine Königin der Münzen und ich nehme das so wahr, dass du als Zuschauer oder Zuschauerin, egal ob du jetzt Steinbock, Stier, Jungfrau bist oder nicht, es ist deine Energie. Die Königin der Münzen steht für eine Energie, die sehr bodenständig ist, die sehr viel gelernt hat, die sehr realistisch ist, sehr analytisch ist, die aber auch gut ist im Bereich der Selbstfürsorge oder zumindest jetzt versucht, in diese Selbstfürsorge für sich zu kommen. Und es ist gut möglich, dass du hier in gewissen Dingen überfordert warst. Ich habe den Eindruck, dass du hier viele Verletzungen erlitten hast, viele Ängste gehabt hast, dich mit Dingen auseinander und konfrontiert hast, wo du für dich schauen durftest, wo bin ich für mich überlastet. Also du bist ja sehr stark in eine Selbstkritik gegangen, du hast für dich überprüft. Ne? Wir haben ja auch Heilungsenergien, also es könnte sich bei dem einen oder anderen auch tatsächlich um gesundheitliche Themen handeln. Und du hast sie geprüft. Der Mond ist natürlich eine Fische-Energie, eine neptunische Energie. In erster Linie steht der Mond für mich auch für die Psyche. Also es kann auch sein, dass du dich hier mit deiner eigenen Psyche, mit deiner Seele konfrontiert und auseinandergesetzt hast. Und es kann gut sein, dass du hier wirklich aktuell in einer Energie bist, in der du klar überprüfst, wo geht es für mich weiter. Also sehr stimmig auch zur aktuellen Wochenenergie. Mit den Zehn der Stäben ist dir etwas bewusst geworden. Da schaut die Königin der Münzen direkt rein. Dir ist bewusst geworden, wo du dich für dich völlig überladen fühlst. Wo du eventuell auch, um anderen Lasten abzunehmen, auf eigene Träume, Visionen verzichtet hast. Und wo du dir, wie gesagt, Lasten aufgeladen hast, die gar nicht deine waren. Eventuell aus der Situation heraus, dass du dich hier mit Saturn ist auch der Planet der Schuld, es geht auch viel um das Thema Schuld, dass man hier vielleicht aus dem Thema Schuld oder einem Schuldthema einfach so reagiert oder agiert hat, dass man hier ganz viel sich die Lasten von anderen auflädt. Ne? Das ist auch, Saturn ist natürlich auch für mich so ein bisschen der karmische Planet, also auch aus vergangenen Leben. Und ich habe den Eindruck, dass es hier wirklich heute entweder darum geht, dass du für dich selber wieder in eine Bewegung kommst, dass du für dich schaust, wo bringst du dich selbst ins Gleichgewicht. Das muss nicht mal wirklich was mit anderen zu tun haben, sondern das machst du bewusst für dich selbst. Oder es kann mit dem Ritter der Kelche sein, und hier sehen wir das auch auf dieser Karte, da reicht jemand dem anderen etwas, kann es sein, dass wieder mal jemand auf dich zukommt und hier versucht, eine Situation, mit der du überladen warst, überlastet warst oder allgemein eine sehr nervenaufreibende Situation, dass die wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. Dass etwas mit dem Mond, was bisher im Verborgenen war, dieses Neptunische und der Mond bei Nacht steht auch für Geheimnisse, Verborgenes, etwas, was bisher nicht sichtbar war,
dass man hier jetzt versucht, mit der Temperance auch irgendwo ein Gleichgewicht reinzubringen und wieder eine Heilung reinzubringen. Also es kann sich hier dann auch letztendlich wieder um Entgegenkommen, Versöhnung etc. handeln. Es kann sich natürlich auch um finanzielle Angelegenheiten handeln, ne? Auch mit den 6 der Münzen. Es kann sich hier, wie gesagt, dass man hier vielleicht auch Geld zurückbekommt, was auf das man gewartet hat, ne? Was sich vielleicht auch länger hingezogen hat. Also es geht auf jeden Fall wieder um eine Ausgleichssituation. Und interessant finde ich halt, dass du als Königin der Münzen hier natürlich sehr stabil wirkst, dass dir viel bewusst geworden ist und dass du da raus aus dieser Energie wirklich auch genau überprüfst, ja, wo investiere ich jetzt eigentlich noch rein und wo nicht. Na, auch diese Energie hatten wir jetzt ziemlich häufig. Ich lasse hier mal noch ein, zwei After-Tarot-Karten springen. Hier der Teufel, ne? Also auch wo lief denn etwas aus den Fugen? Wo war hier etwas toxisch? Wo war etwas nicht ausgewogen? Wo ist jemand auch nicht fair mit dir umgegangen? Wo hast du dich vielleicht selbst in alte Verhaltensmuster aufgrund bestimmter Abhängigkeiten in Anführungsstrichen oder alter Verhaltensweisen, wo hast du dich da selbst wieder in alte Muster geritten? Und das wird jetzt hier nochmal massiv geprüft, ne? Der Teufel steht natürlich dann auch ganz klar für die Chance auf Befreiung, wenn es uns bewusst wird, ne? Genau, ich lasse jetzt hier mal noch eine Klärungskarte springen. Eine Klärungskarte bitte noch. Ja, das ist genau das, was ich gerade sagte, ne? Täuschung, Illusion. Wo hat man sich selbst etwas vorgemacht? Wo wurde man getäuscht? Wo hat man sich täuschen lassen? Ne? Also wirklich ganz klar, dass man hier sagt, okay, ich sehe jetzt auch vieles klarer. Ne? Also ich werde mich jetzt hier nicht mehr. Lass mir jetzt kein X mehr für ein U vormachen, sondern ich sehe klar, das sind beides krasse Täuschungsenergien. Ne? Und es kann natürlich auch sein, wenn ihr jemand auf euch zukommt, dass ihr Angst habt, wieder getäuscht zu werden. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Es ist aber für mich eher so der Eindruck, dass hier wirklich auch etwas klargestellt wird, etwas ins ausgewogene Prinzip gebracht wird. Ne? Oder zumindest die Chance dazu besteht. Etwas. Und das ist jetzt auch ganz, ganz häufig immer. Also irgendwie, das finde ich gerade extrem spannend. Na, und hier an der Unterseite interessanterweise die Königin der Schwerter, die ihr Schwert erhebt. Ne? Also es ist wirklich so, dass ich glaube, hier kann man euch nichts mehr vormachen. Also hier werden wirklich Dinge aufgedeckt, klar gemacht. Ne? Wir hatten das jetzt, wie gesagt, schon ganz häufig. Aber ich glaube auch, dass es für dich eine ganz wichtige Zeit ist, eben weil du dir selbst deine alten Themen nochmal bewusst wirst. Ne? Welches Krafttier ist denn heute an eurer Seite? Welches Krafttier will sich hier zeigen? Welches Krafttier will sich zeigen? Das Eichhörnchen, die Kommunikation, sei frech, keck, authentisch und wendig im Ausdruck des Lebens, lebe dein Sein. Ja, und an der Unterseite die Katze, die Selbstbestimmung, sei vollkommen entspannt, fokussiert und aufmerksam, folge deinen Impulsen. Ne? Das ist das, was ich sage, man lässt sich hier nicht mehr wirklich so ein X für ein U vormachen, man ist sehr klar, man ist fokussiert, man ist auch frech vielleicht sogar, aber gut, das finde ich auch manchmal nicht verkehrt, weil ich erlebe ganz oft, dass die Menschen einen für so selbstverständlich halten und ne, man darf auch mal auf den Tisch hauen und auch mal ein bisschen ironisch und sarkastisch sein. Manchmal brauchen die Menschen das tatsächlich. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bleibt mir alle schön gesund, und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.